Hallo aus Pfauenhausen. Wow, spürst du die Veränderung? Ist total lustig. Wir haben gerade einen echt mega, mega, mega mäßigen Foundation-Kurs. Und kurz davor, die Woche davor oder so, haben so viele gesagt, da war so eine Schwere in der Luft. Überhaupt, also nicht nur für sie, sondern einfach eine Schwere, die sie wahrgenommen haben, so eher weltweite Schwere. Und wo dieses Gespür war von, ich kann jetzt da voll eintauchen und das real machen und mich verkriechen und vielleicht sogar aufgeben und sagen, es geht gar nichts mehr. Oder ich weiß, ich wähle etwas drüber hinaus. Und das ist so wirklich gerade etwas, woran wir uns alle so erinnern können, mehr denn je, wo genau wie die Teilnehmer gesagt haben oder einige davon, es ist so toll, diese Wahlmöglichkeit zu haben, egal was man um sich herum gerade spürt, weil es ist ja so, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber die Welt ist gerade in einer Depression und die meisten merken das gar nicht. Die meisten denken, naja, das ist ja normal. Und die Sache ist, wenn man nicht gelernt hat oder nicht anerkannt worden ist für präsent im Leben zu sein, ist ein so ein wichtiges Element, um Veränderungen zu kreieren. Und die meisten Menschen sind voll ausgecheckt, so, oh, la la la, ich bin irgendwie so auf Autopilot, ne? Ist das sicher schon mal aufgefallen? Die meisten Menschen leben ihr Leben total auf Autopilot. Und doch sicher kann man für sich selber fragen, wow, wo bin ich in meinem Leben auf Autopilot? Wo checke ich voll aus und bin nicht präsent? Wo vermeide ich präsent zu sein? Das sind oft die Lebensbereiche, wo es nicht flutscht, wo es nicht funktioniert, wo man Schmerz erlebt, nicht nur physischen Schmerz, sondern auch Frustration und Angst und Sorgen, wo es nicht flutscht, wo es nicht funktioniert, ist eben oft dort, wo man auscheckt, wo man nicht präsent ist und man glaubt, naja, wenn ich nicht da bin, wenn ich so, oh, lala, hupsdi, und so auf Autopilot bin, dann funktioniert, dann wird es leichter für mich. Funktioniert aber nicht, ja. Die Sache ist, wenn du Lebensbereiche hast, was auch immer das für dich ist und es flutscht nicht und du meinst, ich kann jetzt irgendwie auschecken, weil dann wird es leichter, wird es nicht leichter. Es wirkt in dem Moment leichter, aber es ist es nicht. Und der Trick ist, nicht zu vermeiden, präsent zu sein, sondern zu wählen, präsent zu sein. Und das ist etwas, wie gesagt, die Welt ist gerade in Depression und die meisten Menschen merken es gar nicht, was echt spannend ist. Die glauben, das ist normal. Was vor ein paar Jahren nicht normal war, ist jetzt normal. Und das ist einfach, wenn man nicht präsent ist, wenn man nicht da ist, merkt man gar nicht, was abgeht, sondern man macht sich automatisch zum Effekt von dem, was gerade abgeht. Und das war eben so jetzt das Gespräch beim Kurs heute, wo die Teilnehmer auch gesagt haben, boah, da ist so eine Schwere in der Luft, jetzt auch so vorige Woche und teilweise immer noch, wenn du nicht präsent bist, dann schwupp, dann, wie soll ich sagen, du flutscht rein. Du flutscht rein, du verschmilzt quasi mit dem, was dir präsentiert wird, ohne zu fragen, Moment mal, ist irgendetwas von dem überhaupt meins? Hat es überhaupt was mit mir zu tun? Und welche Wahl habe ich, die ich noch nicht getroffen habe? Ja, so welche Wahl habe ich, die ich hier noch nicht getroffen habe? Was kann ich hier sein? Was kann ich darüber hinaus empfangen? Wo es wieder flutsch macht, wo es weitergeht? Welche Wahl kann ich treffen, wo es weitergeht? Und das Tolle ist, sich daran zu erinnern, dass man Wahl hat. Egal, was um dich herum vorgeht, egal, welche Schwere es ist, egal, was gerade an Depression abgeht, ob das eine Schwere ist in der Welt oder finanziell. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Eines der genialsten Werkzeuge. Alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Und sich daran zu erinnern, in dem Moment, wo es am schwierigsten wirkt, wo es am schmerzhaften wirkt, sagt man schmerzhaft, schmerzvoll, schmerzhaft, wo es am schmerzigsten, neu erfundenes Wort, wirkt, gerade da ist die größte Möglichkeit. Gerade da steckt die größte Power. Und das ist so, so mega. Ich habe ich weiß nicht, wie lange das her ist, ist es 2 Jahre her oder so, habe ich einen Kurs gehalten oder begonnen zu halten, der hat geheißen oder heißt immer noch, Facilitiere die Kraft hinter dem Schmerz.
Und das ist etwas, wo der Gary Douglas mich mal kontaktiert und gesagt hat, Susanna, du musst irgendwas mit dem Thema machen. Mach was mit der pragmatischen Psychologie, mit der Power hinter dem Schmerz. Und dann habe ich mit ihm einige Male telefoniert und wir haben so Gespräche gehabt über, was sind so die verschiedenen Elemente von dem? Wie kann man das in Tools umwandeln? Wie könnte das funktionieren? Und daraus ist dieses Programm entstanden, Facilitiere die Kraft hinter dem Schmerz. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und das Coole ist, da sind Menschen dabei, die teilweise physische Schmerzen haben, aber auch alles Mögliche, was Schmerz ist, wie Angst, Depression, Sorgen, Stress, Frustration. Und wo sie lernen, das für sich in Kraft umzuwandeln und wo sie auch lernen, das für andere zu facilitieren. Und das Coole ist, was die meisten Menschen da entdecken, ist natürlich über Worte hinaus, aber vor allem ich kann aufhören, Schmerz einfach zu tolerieren. Und noch einmal, Schmerz ist nicht nur physischer Schmerz, es ist auch einfach dieser ständige Stress im Körper, dieses Gott, wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter? Wie schaut's aus mit Geld? Wie schaut's aus mit Körper? Wie schaut's aus mit Zukunft? Dieses Ding, das wir so gelernt haben, normal zu machen, da eine andere Perspektive reinzunehmen, und zwar, wie wär's, wenn du das, was du lernst, normal zu machen, nämlich diese Art von Stress und Schmerz, wie wär's, wenn du eine andere Wahl für dich triffst? Wie wär's, wenn du eine Wahl triffst, wie zum Beispiel, weißt du was, ich habe mich zu lieb, um diesen Stress, um das normal zu machen für mich. Um einfach alles hinzunehmen, als wäre es normal und einfach zu lernen, zu tolerieren. Weil das ist eine Art zu vermeiden. Das ist eine Art, dich zu vermeiden. Eine Art zu vermeiden, was wirklich möglich ist. Und noch einmal, alles ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein und nichts ist das Gegenteil von dem, was es scheint zu sein. Alles, was eine Schwere ist, alles, was eine, was dich zum Zusammenziehen bringt, welche Kraft steckt dahinter? Und das ist auch eine Bereitschaft, anders zu sein. Eine Bereitschaft, anders zu sein. Weil wenn du dir vorstellst, okay, der größte Teil der Menschheit gibt sich gerade diesen Stress hin und diesem, es ist alles schwierig. Wie anders müsstest du bereit sein zu sein, um zu nicht nur zu überleben, sondern so richtig zu leben und zu gedeihen, gerade jetzt? Und würdest du dir das erlauben? Ist vielleicht nicht immer das Angenehmste, dieses Anderssein, aber welche Wahl, was würde diese Wahl für dich kreieren? Welche Inspiration könntest du für die Welt sein? So, wenn du dir mal die Energie gibst und auch für dich vielleicht ehrlich bist und sagst, okay, wo halt dich an Schwere fest für andere? Wie sehr, also vielleicht in verschiedenen Lebensbereichen, du kannst schauen, finanziell, mit deinem Körper, in Beziehungen, Job, Business, wo hältst du, ohne dir das bewusst überlegt zu haben, also unbewusst, wo hältst du an Schwere fest für andere? Wow, ha? Das hat ganz schön eine Ladung, die Frage. Und das ist man sich oft gar nicht bewusst, bevor man sich das anschaut und merkt, wow, für wen mache ich denn das überhaupt? Und was meine ich damit zu erreichen? Ja? Und wie sehr versuchst du, andere zu retten mit den Begrenzungen, die du aufrechterhältst? Macht logisch keinen Sinn, oder? Aber irgendwo hat es ein Gespürerl. Irgendwo ist da was dran, wo, Moment mal, ich habe irgendwo entschlossen, dass wenn ich jetzt auch Begrenzungen habe, so wie die anderen, dann fühlen die sich wohl, sie fühlen sich nicht herausgefordert von der Größe, die ich wähle, und alle können schön gemütlich so weitermachen, wie sie bis jetzt weitergemacht haben, und ich störe niemanden in seinen Begrenzungen. Wow, ha? Huh, so, welche andere Wahl könntest du da treffen für dich, die vielleicht unangenehm ist, aber so viel mehr kreiert. So, wenn du dir die Fragen noch einmal durchgehst, die ich jetzt gerade erwähnt habe, und vielleicht sogar ein paar Mal die gleichen Fragen stellst und jedes Mal schaust, okay, welche Energie kommt mir da hoch? Pock alles das. Und was kann ich darüber hinaus wählen? Macht vielleicht für dich schon einmal ziemlich viel auf. Und das ist so die Einladung. Die Leute, die zum Beispiel jetzt beim Kurs dieses Wochenende sind, ist so cool, weil die haben alle in der letzten Zeit Schwere erlebt und haben gesagt, weißt was,
ich wähle jetzt trotzdem diesen Kurs, ich mache das jetzt trotzdem und sind so dankbar, dass sie dieses Wochenende dabei sein sind und was da aufgeht. Ja? Und das ist genau der Trick, mach weiter. Ja? Gerade wenn es dort, wenn es sich für dich schwierig und schwer anfühlt oder du denkst, ich habe keine Wahl, frag trotzdem, welche Wahl habe ich hier? Und wenn du gerade jetzt einfach weitergehst und immer wieder die Frage stellst oder dich daran erinnerst, das, was schwer ist, ist für dich nicht wahr. Das, was schwer ist, ist eine Lüge. Das, was leicht ist, und ich meine nicht kognitiv leicht, ja, das ist oft verwechselt, dieses Tool wird oft falsch verstanden. Leicht heißt nicht leicht für den Verstand, nicht Schlussfolgerungsantwort, logisch leicht. Nicht logisch leicht, sondern energetisch leicht. Ja? So das, was schwer ist, ist eine Lüge. Das, was leicht, was Raum für dich kreiert, was aufmacht, das ist das, was für dich stimmig ist. Und dieses Werkzeug ist gerade so wichtig, sich daran zu erinnern, weil uns wird eine Schwere vorgelebt, als wäre das normal. Und dann sagen die meisten Menschen, ja, sagen gar nichts, ne? Machen einfach mit, verschmelzen mit dieser Schwere und sind einfach futsch, ne? Sind einfach nicht mehr präsent mit ihrem Körper, sind nicht mehr präsent da, was natürlich leicht, da kann man Menschen auch leicht manipulieren. So, jetzt hast aber du trotzdem die Wahl, voll präsent zu sein. Du hast trotzdem die Wahl zu sagen, okay, Moment mal, ich höre, was mir hier so erzählt wird, was normal ist und was weiß ich. Was ist für mich leicht? Wo ist für mich die Leichtigkeit? Und wenn ich gerade jetzt weitermache und frage, hey Universum, ich weiß gerade nicht weiter, kannst du mir bitte kurz helfen? Welche Wahl kann ich hier treffen, die alles aufmacht für mich in allen Lebensbereichen? Sag mir einfach. Und nachdem du die Frage gestellt hast, relax, entspann dich und lass sie los. Und dann lass das Gewahrsein zu dir kommen, wenn es kommt und wie es kommt. Und da ist gerade voll die Spielwiese, nicht nur bei Kursen, sondern im Rest des Lebens. Wie wäre es, wenn du Bewusstsein immer wählst und immer das Bewusstsein auf Haxen bist? Und Bewusstsein heißt nichts anderes, als das Licht aufzudrehen, dir klarzumachen, was ist da, was ist damit möglich und wie wird es noch besser. Und ich freue mich so auf das kommende Programm, facilitiere die Power hinter dem Schmerz. Und Schmerz ist nicht nur physischer Schmerz, nochmal. Schmerz ist alles, was Frustration ist, Angst, Stress, Depression, alles, was so ist, alles, was man normal nimmt. Da die Kraft rauszukitzeln, und zwar für einen selber und auch in der Arbeit mit anderen. Also das ist wirklich ein praktisches Nutzen der Werkzeuge, dieses Online-Programm, wo du lernst, okay, wie kann ich das für mich facilitieren und mit anderen. Und da bin ich echt dem Gary dankbar, dass er mich gefragt hat, das in die Welt zu bringen und was da schon alles kreiert. Wir haben letztens auch sogar eine Ärztin dabei gehabt, die gesagt hat, das ist die Medizin der Zukunft, dieses Ermächtigen. Puh, und das Rauskitzeln, was wahr ist und welche Anführer, welche Leader wir da in der Welt kreieren können. Und darauf freue ich mich. Und wir beginnen nächste Woche. Das Ganze dauert ein paar Wochen, da sind einige Calls dabei. Und vieles andere, wir werden den Link darunter posten. Und wenn du selber mal, also das Ganze fällt unter dem Programm Pragmatische Praktiker. Und wenn du selber mal pragmatischer Praktiker werden möchtest, nämlich lernen möchtest, wie kann ich die Tools nutzen in meiner Arbeit für mich selbst, aber auch mit anderen, überhaupt für alle Themen, dann gibt es die sogenannten pragmatischen Praktikerkurse. Dazu brauchst du Bas und Foundation als Voraussetzung, weil wir nutzen die Werkzeuge von Foundation und von Bas, um einfach weiterzugehen in diese Möglichkeit von die Tools für dich in deiner Arbeit zu nutzen. Und zwar nicht nur mit Menschen, die zu dir kommen wegen Access, sondern alle möglichen Menschen, die nach dir suchen. Alle Menschen, die zu dir kommen für Coaching, ob das Erwachsene sind oder Kinder, Familien, Gruppen, was auch immer, egal welches Thema. Und es gibt auch ein Programm für die pragmatischen Praktiker. Du kannst auch ein offizieller mit einem Zertifikat pragmatischer Praktiker werden. Und dazu braucht es zwei von diesen pragmatischen Praktikerkursen. Die sind immer 3 Tage lang und einen Telecall. Dann haben wir eine Seite, wo du dich listen kannst. Wir haben fast jedes Monat Calls mit mir, mit neuen Inspirationen, wo man auch Fragen stellen kann zu seinem eigenen Leben und auch wenn man mit Menschen arbeitet und was da alles hochkommt. Und auch gemeinsame Kreationen, die wir machen. Ihr habt sicher den Buchclub gesehen mit dem Buch der pragmatischen Psychologie in den verschiedenen Sprachen. Und ganz vieles, das wir in die Welt gemeinsam hinausbringen, in verschiedenen Institutionen und so weiter. Also wenn es dich interessiert, mein Team kann sicher den Link drunter posten. Da bin ich nicht so im Technischen, wie man sowas werden kann. Und der nächste ist zu Silvester in Wien.
Du kannst in Wien online, in Wien live teilnehmen und natürlich auch online zu Silvester. Ich freue mich riesig und ich freue mich, was diese Lebensformen, was wir in die Welt bringen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo es, gerade wenn es am schwersten wirkt. Kennst du noch das Sprüchlein? Das gibt's doch, wenn's, wie war das nochmal? Jürgen, hörst du mich? Wenn es so schwer wird, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Wie war das? Aber da gibt es doch so ein Sprüchlein, ne? Und das ist gerade voll genau das. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr. Ah, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Haha! Und wir sind die Lichtleins, oder? Wir sind die Lichtleins auf Haxen. Und wir dürfen uns nicht unterschätzen mit dem, was wir in die Welt bringen. Egal wie das ist, ob das einfach nur durch die Welt gehen ist und am grausten Tag ein Lächeln auf den Lippen zu haben oder ein Kurs oder ein Buch oder was auch immer. Ja, ich freue mich auf mehr und ich weiß, ich bin verrückt, aber ich habe eine unglaubliche Zuversicht zu dem, was kommt und zu dem, was wir kreieren. Und lass uns nicht unterschätzen. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.